Käsesuppe stört ihn bestimmt nicht mehr. Olivia meinte doch seinen Geruch. Wir hätten ihn wenigstens in den Vorgarten legen können, als wir ihn heute Morgen gefunden haben. Und die Polizei hätten auch schon rufen sollen. Elaine, Darling, Clifford und Jane haben uns in ihr prächtiges Haus eingeladen, zu einem Dinnerwochenende. Du und ich sind erst gestern aus London angereist und Olivia aus Canterbury. Meinst du nicht etwa, dass es ziemlich unhöflich von uns gewesen wäre, den Gastgeber einfach vor der Tür abzulegen, während wir hier drin ohne ihn zu Abend essen? Und was soll denn der ganze Wirbel um die Polizei? Es gibt keinen Grund zur Aufregung. Seit wann ist es dir eigentlich so wichtig, dass Clifford mit uns ist? Ihr habt euch doch immer nur gezankt. Erstens entspricht es nicht meiner guten britischen Erziehung, den Gastgeber einfach so hinauszuwerfen. Und außerdem verstehen wir uns doch gerade so prächtig. Das ist doch das, was du immer wolltest, Jane. Nicht wahr, Cliffy? Trotzdem hoffe ich, dass die Polizei bald da ist. Ich muss wissen, was hier passiert ist. Und was hier passiert ist? Das liegt doch auf der Hand. Dein Mann hat sich das Leben genommen. Ganz genau. Die Polizei ist vollkommen überflüssig. Wenn überhaupt, hätten wir Mr. Parker, den Bestatter, anrufen sollen. Aber warum sollte Clifford sich umbringen? Er hat ein wunderschönes Haus, eine solvente Kanzlei und eine Frau, die ihn liebt. Nicht wahr, Herr Geschehen? Was sagen Sie dazu? Sie sind doch schon so lange im Dienst der Bottomtops. Ich, Ma'am, es... steht mir nicht zu. Nun sagen Sie schon, Herr Geschehen. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Also, Herr Geschehen, also ich werde hier seit 13 Jahren in dieses Haus eingeladen. Ich kenne jedes Gemälde, ich kenne jede Stufe. Aber dass die gläubig sind, das ist mir noch nicht aufgefallen. Wieso gläubig? Ich weiß nur nicht, was unserem lieben Hausherrn dabei durch den Kopf gegangen ist. Na, das kann ich Ihnen aber ganz genau sagen. Eine 9 mm. Ma'am, der Inspektor ist eben eingetroffen. Danke, Megan. Lassen Sie ihn bitte herein. Guten Abend. Mrs. Bottomtop. Das bin ich, Jane Bottomtop. Entschuldigen Sie bitte, dass ich aufstehe, einen Einkaufsfall. Nicht der Rede wert. Inspektor Jonathan Berry ist dort entjagt. Und übrigen Damen und Herren sind? Seymour Goldring, Sir, aus London. Das ist meine Frau, Elaine. Guten Abend, Herr Inspektor. Sie haben sicher schon von Goldring und Goldring gehört, hm? Wir haben einen Teehandel in London. Über 200 erlesene Teesorten aus den entferntesten Ländern, wenn Sie mal vorbeikommen mögen. Danke. Und Sie sind, Ma'am? Ich bin Olivia Tipton, eine alte Bekannte des Hauses und genauso wie Seymour und Elaine zum Dinner geladen. Und wie lange liegt der Tote schon hier?
Seit heute Morgen? Seit heute Morgen. Ja. Wir dachten, es wäre unhöflich, den Toten einfach im Vorgarten abzulegen, wo wir doch hier drin sitzen und dann ohne ihn dinieren. Sie wissen schon, die britischen Manieren. Natürlich. Und deswegen haben Sie mich auch erst so spät hierher beordert. Ja. Ich meine, dieser Geruch. Es gibt schon die Vorsuppe, den ersten Gang, es ist eine Käsesuppe. Käsesuppe. Zugegeben, so langsam kann es nicht mehr nur noch die Käsesuppe sein, die so riecht. Außerdem glauben Jane und Elaine nicht an einen Selbstmord, wo es doch so offensichtlich ist, nicht wahr, Mr. Barry? Ach ja. Es liegt doch auf der Hand, Inspektor. Mr. Bottentop hat sich erschossen mit seiner eigenen Pistole. Ich meine, man liegt doch dort auf dem Tisch. Welchen Grund hat er gehabt? Das wissen wir auch nicht. Siehst du, Olivia, und deshalb glaube ich auch nicht an einen Selbstmord. Es gibt ja auch keinen Abschiedsbrief. Das machen doch Selbstmörder für gewöhnlich so, nicht wahr, Mr. Barry? Für gewöhnlich, aber welcher Todesfall ist schon gewöhnlich, ne? Lag das Tonbandgerät schon die ganze Zeit über hier? Also, wir haben es so nicht hingelegt. Wir haben es ehrlich gesagt noch gar nicht bemerkt. Und Ihre Hausangestellten, könnten Sie sie hier reinholen? Guten Abend. Ich bin Inspektor Jonathan Barry. Weswegen ich hier bin, ist Ihnen sicherlich klar. Ich habe eine Frage an Sie. Hat jemand von Ihnen dieses Tonbandgerät dort platziert oder weiß jemand, was darauf ist? Nun gut, dann spielen wir es doch ganz einfach mal ab. Meine liebe Jane, ich werde mir das Leben nehmen. Seid ihr, meine Liebe, steht gewiss. Irgendwann sehen wir uns wieder. Aber das bedeutet ja, also was doch Selbstmord. Sag ich doch. Seren, es war kein Selbstmord. Was? Sie alle haben das Tonbandgerät weder dort platziert noch angefasst, korrekt? Dann war es der Täter. Aber Herr Inspektor, wer hätte das denn tun sollen? Wir sind ja die Einzigen hier im Haus gewesen. Dann hätte ja einer von uns. Korrekt. Wie unheimlich. Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz, Herr Inspektor. Wie kommen Sie darauf, dass es einer von uns war? Das Tonbandgerät spricht doch für sich. Das tut es in der Tat. Doch es lügt. Irgendjemand möchte, dass wir glauben, dass Mr. Bottentop sich selbst umgebracht hat. Lassen Sie mich erklären. Mr. Bottentop beschließt, sein Leben ein jähes Ende zu setzen. Er greift nach seiner Pistole, hinterlässt ein paar liebe Abschiedsworte auf dem Tonbandgerät und erschießt sich. Was wollen Sie damit andeuten, Inspektor? Wir alle haben den Schuss ganz klar gehört. Zu diesem Zeitpunkt ist Mr. Bottentop tot gewesen. Das Band allerdings war auf den Anfang zurückgespult. Das kann ja unmöglich selbst gewesen sein. Und da weder er es gemacht haben kann, noch Sie es berührt haben, tja, dann war es der Täter. Mr. Bottentop ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Und seine letzten Worte sind unter Zwang entstanden. Und der Täter befindet sich in diesem Raum. Einer von Ihnen lügt. Was? Das glaube ich aber nicht. Das kann ja nicht sein, dass wir hier einfach... Moment, ihr bleibt doch mal bitte alle ruhig. Also, Herr Inspektor, und wie, meinen Sie, sollen wir den Täter herausfinden? Ganz einfach, indem wir ihn fragen. Mrs. Dipton, wo waren Sie denn heute Morgen, als das Opfer ermordet wurde? Ich? Wieso denn jetzt ich? Beantworten Sie einfach meine Frage, Mrs. Dipton. Also ich habe heute Morgen mit meiner Tochter in New England telefoniert. Das können Sie gerne nachprüfen bei meiner Tochter und natürlich auch bei der Telefongesellschaft. Und Sie, Mr. Goldrain? Als Clifford sich erschoss, beziehungsweise erschossen wurde, war ich unter der Dusche. Kann das irgendwer bezeugen? Ich, Mr. Barry. Und Haggisham auch. Wie darf ich das verstehen? Ich war auf unserem Zimmer, während mein Mann nebenan duschte. Haggisham war auch zugegen. Er brachte meine Kopfschmerztablette. Nach dem lauten Knall hatte ich die erst recht nötig. Stimmt das, Mr. Haggisham? Ja, Sir.
Mrs. Coltrane bat mich um eine Kopfschmerztablette, die ich ihr natürlich auch unverzüglich brachte. Und Sie können auch bestätigen, dass Mr. Coltrane sich nebenan unter der Dusche befand? Nicht direkt, Sir. Das wäre ja auch höchst unpassend. Aber? Ich habe Mr. Coltrane unter der Dusche sehen. Und Sie sind sich sicher, dass er es war? Ich kenne Mr. Goldwing nun schon sehr lange. Ich habe ihn schon des Öfteren unter der Dusche singen gehört, sobald er bei uns im Hause zu Gast war. Glauben Sie mir, dieser Gesang prägt sich ein. Was soll das denn jetzt heißen? Jetzt weiß ich auch, warum Helene eine Kopfschmerztablette brauchte. Unverschämtheit! Ich muss auch Sie fragen, wo Sie waren, Mrs. Bottomtopf. Nun, Sie sehen ja, ich bin nicht so gut zu Fuß. Deshalb wollte ich mein Frühstück heute Morgen in meinem Zimmer einnehmen. Und Mrs. Spoon war so freundlich und hat es mir gebracht. Ja, das stimmt. Da Haggisham gerade Mrs. Coltrane mit einer Schmerztablette versorgte, habe ich das Frühstück hinaufgebracht. Und dann fiel der Schuss. Da ist mir das Tablett aus den Händen gefallen. Das schöne Frühstück. Die Eier, die Bohnen, der Speck. Alles für die Katz. Na, aber wenigstens war Kitty dann schon versorgt. Und Sie, Megan? Ich war die Post reinholen, als es passiert ist. Sehen Sie, Inspektor, niemand war zur Tatzeit am Tatort. Es war einfach ein bedauerlicher Unfall. Aber das Tonbandgerät, Seymour. Naja, das sagt ja noch gar nichts. Und vielleicht hat es ja jemand berührt. Ganz unabsichtlich. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das einer von uns gewesen ist. Ich schon. Das könnte ich wirklich nicht glauben, dass es einer von uns gewesen ist. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie mich die Ereignisse in diesem Hause kurz zusammenfassen, bevor ich hier vor aller Welt den Täter entlarve. Bisschen viel Dramatik, nicht? Mr. Bottomtopf ist heute Morgen durch einen Kopfschuss ums Leben gekommen. Auf dem Tonbandgerät, welches ich neben der Leiche fand, befanden sich ein paar Abschiedsworte, bevor ein Schuss zu hören ist. Allerdings war das Band auf den Anfang zurückgespult, was mich zu der Annahme verleitet, von Mord auszugehen. Zur Todeszeit befanden sich 7 weitere Personen in diesem Haus. Die Ehefrau befand sich auf ihrem Zimmer, um ihr Frühstück dort einzunehmen, welches sie die Köchin hinaufbrachte. Mr. Coltrane befand sich unter der Dusche und Mrs. Coltrane nahm eine Kopfschmerztablette auf ihrem Zimmer ein, die ihr Haggisham brachte. Mrs. Tipton telefonierte mit ihrer Tochter und das Dienstmädchen holte die Morgenpost herein. Damit hielt der Täter fest. Wer? Ganz klar. Der Täter ist Megan, das Dienstmädchen. Ganz davon abgesehen, dass Sie die Einzige sind, die sich ohne einen Zeugen ganz allein im Haus aufhielten, haben Sie sich dummerweise ein äußerst schlechtes Alibi ausgedacht. An einem Sonntag wird keine Post verteilt und somit konnten Sie auch keine hereinholen. Sie haben Mr. Bottomtopf umgebracht. Ich muss Sie daher bitten, mich zu begleiten. Guten Abend. Wir verstehen das. Wirklich? Ich bin völlig ausgehungert. Kein Frühstück und vom Dinner hatte ich bisher auch noch nichts. Mist. Ja,